damit du besser verstehst, was JavaScript tut, was es kann und was es ist, muss ich hier ein bisschen über Theorie sprechen. Und zwar über das sogenannte Document Object Model, abgekürzt DOM. JavaScript ist einfach eine Programmiersprache. Und insofern gibt es noch keinen Unterschied zu Python oder zu C oder zu Swift oder anderen Programmiersprachen. Du kannst damit rechnen und Programme schreiben. Aber JavaScript wurde aus einem sehr bestimmten Grund erfunden, nämlich um HTML-Dokumente im Browser zu manipulieren. Und um das besser zu verstehen, ist es nötig, dass ich hier diesen Begriff einführe. Bevor ich über den Begriff an sich spreche, muss ich aber etwas ausholen und schnell über die HTML-Syntax sprechen. Ich habe hier ein fehlerhaftes HTML-Dokument oder einen Ausschnitt aus einem HTML-Dokument aufgeschrieben. Und zwar gibt es hier ein div-Tag und nach dem div-Tag kommt ein p-Tag und dann schließt der div-Tag und dann erst der p-Tag. Das ist ein Fehler, das ist unmöglich. Das kann vom Browser nicht gerendert werden. Was passiert, wenn der Browser auf so etwas stößt, ist, dass der Fehler korrigiert wird. Also der Browser tut den p-Tag schließen, bevor er den div-Tag schließt, weil es nicht möglich ist, dass der p-Tag geöffnet bleibt, bevor der div-Tag schließt. Und der fehlerhafte Abschluss des p-Tags, der wird ignoriert. Also HTML, das ist wichtig, dass wir das zuerst festlegen, bevor wir über das Document Object Model sprechen. HTML ist immer hierarchisch. In HTML folgen Elemente aufeinander oder sie umschließen sich oder sind ineinander enthalten. Also du kannst dir das vorstellen wie Kisten. Entweder tust du zwei Kisten nebeneinander oder du tust eine Kiste in eine andere Kiste hinein, aber es ist nicht möglich, zwei Kisten irgendwie zu verschränken. Hier ein Beispiel für korrektes HTML. Es gibt einen äußeren div-Tag und dann im div-Tag drin ein Article und der Article enthält eine Überschrift und einen Absatz. Also die Überschrift und der Absatz sind auf der gleichen Stufe. Der Artikel ist in der Hierarchie eine Stufe übergeordnet und am übergeordnetsten, am höchsten in der Hierarchie ist der div-Tag. In der Hierarchie eines HTML-Dokuments stehen alle Elemente in Beziehung zueinander. Diese Beziehung ist eine Eltern-Kind-Beziehung, wenn Elemente über- und untergeordnet sind, also etwas in etwas anderem enthalten, dann ist der übergeordnete Tag, das ist der Parent, und das untergeordnete sind die Children. Und HTML-Tags, die auf der gleichen Ebene sind, werden als Siblings bezeichnet, als Geschwister. Also hier in diesem Beispiel von vorhin würde es heißen, dass der div-Tag ist der Parent vom Article-Tag, der Article ist Parent von H1 und P und H1 und P sind Siblings. Und jetzt komme ich zu einer Art, HTML-Dokumente zu visualisieren, nämlich als Baumdiagramm. Ich beginne zuerst mit einem sehr einfachen HTML, einer Grundstruktur, die eigentlich für alle HTML-Dokumente so existiert. Und zwar kennen wir das, im HTML-Element steht zuerst die Bezeichnung oder die Deklaration,
damit klar ist, dass jetzt HTML-Text folgt. Und dann kommt das erste HTML-Element, das ist der HTML-Tag. Und dieser enthält zwei weitere Tags, nämlich den Head, der die Informationen über das Dokument enthält, und der Body, der den eigentlichen Dokumenteninhalt enthält. Und das lässt sich visualisieren als Knoten. Es gibt einen übergeordneten Knoten, hier magentafarben, und dann zwei untergeordnete Knoten, zwei Siblings. Und diese können wir zeichnen als Zweige, die vom übergeordneten Knoten ausgehen. Und dann kommen weitere HTML-Elemente dazu. Zum Beispiel enthält der Head einen Meta-Tag, der zum Beispiel den Zeichensatz definiert, und einen Title-Tag, der den Titel des Dokuments enthält. Und auch diese lassen sich wieder als Knoten visualisieren, die als Zweige von diesem ersten grünen Knoten ausgehen. Und dann bevölkern wir den Body mit etwas Inhalt, zum Beispiel einen Header, einen Hauptteil, Main, und dann einen Footer. Und auch diese drei Siblings gehen als Zweige aus vom zweiten grünen Knoten, dem Body-Element. Und dann geht es weiter, zum Beispiel mit einer Liste, die drei List-Items enthält, und diese Liste ist ein Child von Main, das ist der zweite orange Knoten im zweiten grünen Knoten. Also da wäre violett diese Liste, und dieser violette Knoten enthält drei weitere Knoten, die als Zweige von ihm abgehen. Das sind dann die Listenelemente. Und dann könnte der Header im Body noch eine Überschrift enthalten. Das wäre dann wieder ein Knoten, der von diesem ersten orangen Knoten abgeht. Und der Footer könnte einen Absatz und ein Bild enthalten. Auch das wären wieder zwei Siblings, die hier von diesem dritten orangen Knoten im zweiten grünen Knoten ausgehen. Und so ist es möglich, ein HTML-Dokument als Baum zu begreifen. Und jetzt kommt das eigentliche Document Object Model, weil es ist zwar vom Namen her ein Modell, aber gemeint ist nicht diese Art der Visualisierung. Im Browser gibt es eine Variable, die heißt Document. Der Browser stellt die zur Verfügung. Jeder Browser, der ein HTML-Dokument rendert, stellt diese Variable zur Verfügung, und mit JavaScript lässt sich darauf zugreifen. Diese Variable enthält alle Knoten des gerenderten Dokuments und alle dazu bekannten Informationen. Also zum Beispiel, was für Text in einem HTML-Tag enthalten ist. Aber auch Informationen, die nicht eigentlich aus dem Dokument kommen. Zum Beispiel kriegt jedes HTML-Element, das gerendert wird, eine Position im Koordinatensystem. Der Browser rendert es, er stellt es dar, und dann hat das Element eine Dimension, eine Größe und eine Position. Und diese Daten, das sind Zahlenwerte, die sind ebenfalls in dieser Variablen enthalten. Und mit JavaScript kannst du diese lesen und ändern. Also in dieser Document-Variable ist dieser ganze Baum mit allen dazu bekannten Informationen enthalten. Und es gibt dann zum Beispiel Funktionen, die ebenfalls in dieser Variable enthalten sind. Eine davon heißt zum Beispiel Query Selector. Und mit dieser Funktion können einzelne Knoten innerhalb dieser Document-Variable gezielt angesteuert werden. Also wenn ich hier, wie in diesem Beispiel, das Argument Footer angebe, es sind übrigens die gleichen Selektoren wie im CSS, darum heißt es Query Selector, dann
kriege ich den Futterknoten und alle seine Children und alle Informationen zum Futterknoten und seinen Kindern. Also, zusammengefasst, der Begriff Document Object Model bezeichnet die Schnittstelle des Browsers für JavaScript. Schnittstellen für Programmiersprachen heißen allgemein API, Application Programming Interface. Und das Document Object Model ist die API des Browsers für JavaScript. Ich habe in meinem ersten Video zu diesem Thema bereits ein Beispiel für DOM-Manipulation gemacht. Ein weiteres Beispiel wird in einem der nächsten Videos folgen.